Du, schauen wir mal weiter. Immer wenn wir weitermachen. Hier muss ich auf jeden Fall noch ganz schön weit rein, dass hier wirklich ein Schiff wahrscheinlich ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit ist, dass ich dann hier. Ja. Das. Hier machen wir die Öffnung. Groß genug. Wir werden hier auf jeden Fall dann schon mal Meeresboden hinbauen müssen. Breit genug werden. Halt nicht noch. Kann die mitreichen. Weit gehen wir denn ungefähr? Naja, warte ich so. Soll doch reichen. Ach, fliegt doch. Warte. Mal gerade rückwärts fliegen. Gar nicht so wieder, hm? Oh, hier, und der kann dann schön der Wasserfall runter plätschern. Um dann zu sehen, dort ist das Wasser schon wieder weg. Es wird jetzt hier innerhalb des Berges der künstliche. Oh, ne? Meeresboden. Habe ich hier noch ordentlich zu machen. Ist dann mit Kies doch bestreut werden. Ja. Und auch ein bisschen huckelig soll ja nicht gerade sein. Huckelig und buckelig. Machen wir einen Buckelwal. Ein Buckelwal Einfahrt. Buckelwal Einfahrt. Hier ist durch diese zukünftige Öffnung dann das Schiff getrieben worden, was dann den Wasserfall runtergefallen ist. Landet ist. So ist jedenfalls mein Plan. Oh, ob das was wird. Wir werden schauen. Zeit ist noch. Wasserfall mache ich mit Absicht hier, nicht gerade. Will ein bisschen rund werden. Damit es ja nicht so langweilig wird. Oh, machen wir ruhig jetzt dran. Natürlich dann auch nicht so gerade sein. Ja, höhlenmäßig werden. Das heißt, ich werde erst wieder basteln. Dann Höhleneinfahrt ihren werde. Auch natürlich nicht ganz gerade, es ist Quatsch. Höhle ist ja nie gerade gewachsen. Durch Witterung im Laufe von Jahrzehnten entstanden. Wollte das umschalten bzw.
kleiner machen, dass ich mal ein bisschen mehr sehe. Hauptfenster. Da was los ist. Hier bauen wir dann ein bisschen. Schauen wir mal. Es soll ja so werden, dass es ein bisschen zur Schunden erwachsen ausgespült. Dass auf jeden Fall kein einheitliches Bild ist. Einheiten werden dann später auch noch entstehen. Wo ist denn das? Ach, ups. Gut, hier kommt noch Kies hin. Die Höhle muss ja hier oberhalb entstehen. Natürlich da auch mit. Weil das Schiff kommt ja hier oben durch. Hier ist ja der Wasserspiegel. Ja gut, das hier unten ist die Fahrt drinne. Dass das schon irgendwie. Kriegen wir das hin? Wenn ich, wie hoch muss das mal werden? Lassen wir das mal lieber. Von außen muss ich bloß noch zusehen, dass es nicht gleich sichtbar ist, sondern dass es ein bisschen verborgen ist. Entsprechend denke ich mal, ja, genau, ich mache da draußen ein paar Dschungelbäume hin, die schön die Ranken runter ragen lassen. So dass die Einfahrt zur Höhle doch ein bisschen steckt ist. Ich denke mal, da wird schon draußen an der Insel auch noch ein bisschen anpassen müssen. Also wie ich hier diesen Durchgang das auch noch ein bisschen anpassen muss. So, von der Höhe her würde ich sagen, müsste das hier eigentlich reichen. Es sollen ja keine Ozeanriesen durchpassen. Das ist bloß ein normales Schiff, was da ja reingetrieben worden ist und dann irgendwie da unten gelandet.
Höhengestaltung ist gar nicht so einfach. Irgendwie. So eine Höhle ins Nichts zaubern. In die Piratenhöhle. Viel zu natürlich, viel zu künstlich. Oh, solche Feinheiten. Die werden wir nach und nach ausbessern. Dass das ein schöner Höhleneinfahrt werden wird. Wenn wir erstmal eine Grundform haben, ist es dann auch einfacher. Nehmen wir mal ein bisschen den Stein runter, auch unter anderem, weil eine Höhle einfach ist ja nicht gerade. Könnt ihr natürlich auch sagen, ich baue erstmal eine gerade Mauer und tu die dann entsprechend verzieren, das ist vielleicht nicht ganz so kompliziert dann entsprechend hinzubekommen. Nee, ich bin hoch, komm nicht hoch, kann nicht fliegen. Ja, doch, jetzt schon. Ich glaube, ich baue wirklich erstmal hier eine gerade Mauer hoch. Dass ich hier eine Richtung habe, in welche Richtung irgendwie das zaubern kann. Dann zu verkleiden ist wahrscheinlich doch schneller gemacht als gleich von Anfang an umzubiegen, krumm zu bauen. Aber gerade bauen kann natürlich auch wieder jeder, das ist ja einfach. So, bauen wir hier auch erst einmal uns ein Hilfs. Mauer hoch. Da wird alles ein kleines bisschen. So, hier ist der Wasserspiegel. Hier unten muss dann noch. Okay. Von außen sieht man das dann auch nicht mehr, wenn das dann eigentlich richtig verkleidet ist. Oh, ja, umgebaut ist. Aber ich mach's mir jetzt erstmal ein bisschen einfacher mit so einer Hilfsmauer. Ich denke mal, dass es dann auch schneller geht. Es hochzuziehen bzw. diese Höhle zu gestalten. Ja klar, jetzt bin ich natürlich gegangen. Und lande erstmal neben der Mauer. Bisschen langweilig der Spaß. Wie heißt so schön, was lange währt, wird gut. Und stoße ich wieder. Mach mal den Spaß hier drüben.
bin ich dann erstmal langsam hier auf. Ach ne, ich bin schon über der Wasserebene. Gut. Und wieder zurück. Was ich nicht davon brauche, kann ich ja auch noch abreißen, falls ich es nicht richtig verkleidet bekomme. Ich nehme mir jetzt ein Werkzeug. Ach, natürlich. Wie groß macht das denn wieder an? Dass die immer sich einschaltet. Damit haben wir eine Leitung anfangen. Wer der gerade liegt, wegmachen kann, dadurch die Unförmigkeit. Wegmache. Aber so habe ich nicht schnell schon mal rum. Das ist dann einfach. Aber ich werde durchgekommen. Damit lässt sich dann auch Fahrer die her vorne wegnehmen. Auf. Vorbereitungsarbeiten sind. So designt werden, dass ja nichts zu sehen ist. Also Lichtinstallation mit Fackeln. Langsam hin in der Sache. Ah. Da habe ich schon was für die, gegen die Trockenheit der Stimme tun. Schon mal haben, wo ist noch ein bisschen zu.
Warte, dann. Ja. Ich mach noch. Dreier. Auch noch Boden dann ein bisschen angleichen, ein bisschen runtergestalten. Schon ungefähr. So, zwei Löcher. Dann hat man dann von außen auch mehr oder weniger gleich. Ja, eine typische Rohre. Ist Loch. Mit dieser Höhlengestaltung. Soll so möglich, natürlich wie möglich werden. Langsam. Ich nutze ihn hier, um zu bauen. Oberhalb. So, dass man auch ein bisschen indirekt
Wüste. So richtig. Oh, ist auch eingestellt. Ah, so war das schon besser. Erstmal Baulicht an. Bauscheinwerfer eingeschaltet. Bauen ist es schon ein bisschen was. Banken. Und die eine. Oh, die Seite lassen wir so. Lassen wir so. Weiter. Ja, gut, solche Feinheiten. Wieder auch noch mal. Tütata, jawohl. Verstecktes Leben. Ach so, ja, das ist. Ah, gut, der Birkenbaum ist natürlich dann weg. Hat mir ja gesagt, hier machen wir Dschungelbäume. Auch da, ja. Decken. Yeah.
Okay. Wird doch langsam. Noch ein bisschen zu machen sie. Dann hacken wir. Guten End. Können wir dann auf. Schreibe ich groß. Oder das ist. Tisch auf fressen Tisch mit. Aber Rüttel. Ja, und sind ja nicht ausbütteln brauchen. Erforschten mehr haben. Oh, geht schon. Thank you.
etwas gesehen. Ne? Falsch geguckt. Und dann kann ich Theo. Muss hier ich noch ein bisschen lassen. Licht. Dürfte nicht erfallen. Ein bisschen Kies bauen. Hier dieser Hügel. Ja. Kies fällt ja von allein. Das ist ja hier auch angepasst. Stelle mal. Und oh. Dort einer Hügel auch mit natürlicher Alt. Bisschen natürlich. Sehr schön. So, wenn wir jetzt noch theoretisch Wasser, den Pegelstand müssen wir jetzt natürlich. Von hier aus kann es dann nach unten. Ja, das war's dann auch. Das ist der.